Ja, deine Schwertkunst ist einfach beeindruckend. Proteine! Wir suchen hier. Die anderen kümmern sich um den Rest des Parks. Gefunden. Wer sitzt im Mittelpunkt der Manege stehen möchte, der möge sich bitte am Schalter für Teilnehmer melden. Hier gerade reinflitzen sehen. Holt euch alle Maskottchen und baut euch zu Hause euren eigenen Goldsack. Sag mal. Willst du mich für blöd verkaufen? Ja. Na, hey! Warte! Was heißt denn nichts? Was heißt denn nichts für ungut? Komm her! Deine Schwertkunst ist schon auf die heutigen Kämpfe gespannt. Hier geblieben! Such die Katz! Willst du mich verarschen? Bis zu hin? Hier kann man sich aber auch leicht hast du ihn schon gefunden? Clown! Cat ist wie vom Erdboden verschluckt. Nein, wir haben ihn gerade gesehen. Versteckt er sich nur? Er kann nicht weit gekommen sein. Ja, genau. Er ist in diese Richtung gelaufen. Ach ja, komm. Warum wusste ich, dass es nicht. Das. Hallo. Lass mich in Frieden. Nein, gib uns die. Gib uns den Schlüsselstein, du. Verlogene Katze, komm her. Willkommen in der grünen Oase. Sind wir denn am Backstage? Waffenkiste für wen? Cloud? Für unsere Yuffie. Es ist aber nicht ihre finale Waffe. Sie hat noch eine. Verbannung.
kam von da. Die Waffenkiste. Katze wird gleich einen Kopf kürzer gemacht. Du Drecksack, was bildest du dir ein? Ich kann das erklären. Wie sehr man sich doch in jemandem täuschen kann. Für einen Moment hatte ich dir echt vertraut. Hätt's besser wissen sollen. Tu's nicht! Ha! Naja, wäre ja sowieso egal. Das Vieh ist die Kugeln wirklich nicht wert. Wie konntest du das bloß tun? Voll mies! Wir hätten dir niemals trauen dürfen! Er hat es nicht anders verdient, Aris. Cloud. Dass es so kommen würde, war mir ja von Anfang an klar. Ich hätte sie nicht so ins Herz schließen dürfen. Du hast Kate Sis Ausrüstungsgegenstände zurückerhalten. Dieser Kater, bin echt sauer auf ihn. Er kriegt dafür bestimmt eine fette Beförderung. Das heißt, dass er uns die ganze Zeit angelogen hat, oder? Wenn ich nur darüber nachdenke, könnte ich platzen vor Wut. Aris, alles in Ordnung? Ich dachte immer, ich hätte ganz gute Menschenkenntnis. Vergessen wir ihn. Und was jetzt? Shinra will sich bestimmt auch die schwarze Materia krallen. Wir müssen hinterher. Und wohin bitte, Fräulein Naseweiß? Ja, wo der Tempel ist, weiß nur Catchy, oder? Vom Tempel weiß ich nichts. Aber die Helikopter der Turks kann ich finden. Und wie? Ich kenne die Frequenz, auf der sie senden. Wenn wir ihre Funksprüche abfangen, ergibt sich der Rest. Meine Kleine hat ein eingebautes Funkgerät. Huh? Das ist ja perfekt! Gut, dann gehe ich schon mal alles vorbereiten. Jo! Das wird schon. Wir werden den Tempel finden. Die schwarze Materia gehört uns. Nur ob es so gut ist, wenn wir die schwarze Materia haben. Den Anruf habe ich schon ewig gewartet. Der Wüstenschatz kann also weitergehen. Feldforschung. Ist das die einzige Nebenmission hier? Der Wüstensturm hat neuen Schwierigkeiten. Oh Gott, der Wüstensturm war ja voll schwierig. Nein. Obwohl, ach nee, ich hab's ja nicht geschafft aufs Beste.
Warte mal, wo war das? Das andere war noch nicht geschafft. Muss ich auch noch mal ran. Gut. Ja, das ist der Grund, warum man Getchis Bindung nicht aufbauen kann. Wir waren halt doch nur ein Job. Wenn ich nur so. Freunde. Aber er hat ja selbst gesagt, er hat uns ins Herz geschossen. Ich hab keine Lust mehr. Jetzt! Ausgezeichnet! Ich zähle auf Kannst dich. Du übernimmst die Müllerstunde. Hab dich gewarnt. Dann dreh ich mal richtig auf. Wie ist das? Hey, ist das etwa alles? Los geht's. Hab dich gewarnt. Was soll das? Jetzt auf. Oh, das geht eigentlich recht zügig. Endlich können wir diese Feldforschung da abschließen. Wo ist mein Ehrgeiz, das auf maximal zu schaffen? Ja, den muss ich auf jeden Fall noch herholen. Da ist die Tür. Dann suchen wir doch mal den passenden Felsen zu dieser Statue. Genau, dann wechsle ich mal. Ja, Catchy ist nicht mehr drin. Wir haben seine Ausrüstung wieder. Die will ich nicht. Was für Materie hat der denn alle dabei? Deswegen hatte man auch so früh von ihm alle Megafone. Ich denke mal, bis zum Ende des Spiels kommt er vielleicht doch wirklich nicht mehr dazu. Ich gebe ihr Meister der Gegenstände.
meine Vermutung. Klettert da einfach so hoch? Ja, da unten. Juppi, treten Sie vor. Wieder Tau in Zorn selbst!
Deine Wut. Weiter geht's. Wenn das hier nach Reihenfolge geht, sollte es uns beide ja wohl dieses Mal nicht treffen, oder? Hoffen wir es mal. Okay. Red, du bist der Nächste. Yippie! Guck mal, den Schwanz kann ich noch bewegen. Ihm macht's Spaß. Also, ich find das witzig. Oh nein, trifft es uns. Trifft es uns dann alle beim letzten Mal? Ja, dann die letzte Protosubstanz. Macht dann das Minispiel? Da bin ich mal gespannt. Oh ne, was? Oh ne. Ich kann nicht nach Hause gehen. Das darf doch alles nicht wahr sein, ihr kleinen. Deswegen erst nach. Dabei hat der Don euch vom Samen auf großgezogen. Und so dankt ihr es ihm nun. Wie widerborstig kann man eigentlich sein? Hört ihr euch eigentlich selbst zu? Sie waren doch nichts als Wegwerfsoldaten für euch. Macht ihr euch etwa über mich lustig? Ich hoffe, ihr wisst, was euch blüht. Ihr seid wohl die unwürdigsten Schatzsucher, die mir je untergekommen sind. Und jetzt verschwindet. Ich hab Gäste. Was machst du denn hier? Das ist doch alles eure Schuld. Ihr Clowns habt schließlich meine Pläne zunichte gemacht. Tief getroffen von seinem Rauswurf aus dem Gold Saucer, kämpfte sich der Don durch die Wüste und landete schließlich hier. Ein einziges Begehr, ein kurzes Päuschen in dieser kleinen Oase, wurde ihm nicht gewährt. Stattdessen... War Notwehr. Schließlich wolltet ihr euch den Wüstenschatz unter den Nagel reißen. Red keinen Scheiß. Jedes Kind weiß, dass alle Schätze dieser Welt ganz allein Don Corneo gehören. Ein Corneo-Land baut sich nur mit entsprechenden Devisen auf. Geht das nicht in eure Spatzenherde? Ich will diesen Schatz! Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich will! Don! Hier ist ein taktischer Rückzug angesagt. Sollen die dort die Drecksarbeit machen? Wir luchsen ihnen den Schatz ab, sobald sie ihn sich geholt haben. Hm.
Plan zieht sich zurück. Auf bald! Leb wohl! Tschüssi! Endlich sind sie weg. Dann können wir ja jetzt loslegen. Bereit? Klar! Auf geht's! Hab was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Was ist an denen jetzt so besonders? Ist doch das gleiche, nur ein Mund. Klar, es ist eine spezielle Unterart von Kaktoren. Aufgrund ihrer überaus seltenen Färbung werden sie unter ihresgleichen als Helden verehrt. Ich brauche unbedingt die Daten dieses Kampfs. Nun denn, möge die dritte Prüfung beginnen. Yuffie, dann jetzt wahrscheinlich im nächsten wieder... Wieder Eris dran. Mittlerweile habe ich aber bessere Fähigkeiten. Vielleicht ist dieses Juffifikation hatte ich glaube da noch nicht, ne? Vielleicht ist das jetzt nützlich. Auch Eris hat viel, viel bessere Moves drauf. Könnte vielleicht jetzt nützlich sein. Unterschätzt mich nicht! Wie ist das? Oh, ist das dein fucking Ernst? Nimm das! Nimm das! Wie ist das? Die Leine! Die Leine! Wie ist das? Hör auf, mich zu erwischen! Jetzt ist ja,
in die Ninja-Trickkiste. Zieh die Leine! Das ist doch echt. Zum Kotz. Wie viele Punkte brauche ich denn nochmal? Unterschätzt mich nicht! Wer da mitkommt, kriegt ein Sternchen. Hab ich dich! Hab ich dich! Wie ist das? Wie ist das? Hab ich gewarnt! Pass mal auf! Wie ist das? Hab ich gewarnt! Außer der Schau, bleib in deine Kraft! Hab ich dich! Wie ist das? Geh mir vom Leib. Ach, schau, ich hasse das. Dieses Minispiel ist scheiße. Oh, ich hasse es einfach. In die Ninja-Trickkiste. Jetzt ist Schluss. Hab ich dich. Wie ist das? Hab ich dich. Wie ist das? Nimm das. Ich präsentiere Juppiplikation. Jetzt mal was Schmutziges. Nimm das. Soll ich das denn schaffen? Ich bin einfach unfähig. Ich bin unfähig, das zu schaffen. Ich bin unfähig. Ich bin nicht würdig.
Sag bloß, du hast schon genug. 2000 ist das Minimum und das schaffe ich nicht mal. Was hat Liz gemacht, dass die das Maximale aus dem letzten rausgeholt hat? Obwohl 2000 Euro beim anderen war. Ich nimm das! Ich präsentiere! Ach, fick dich! Der Hass ist real. Kommen die an die 2000 ran. Ah, ich muss 2000 schaffen, aber die sind so nestig. Hier! 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 Hier
Unterschätz mich nicht! Die Leine! Mann, immer die Falschen! Wie ist das? Halt mal auf! Nimm das! Nein. Jetzt mal was Schmissiges. Pass mal auf. Wie ist das? Die Leine. Unterschätzt mich nicht. Und wie ist das? Pass mal auf. Großer Dachau, bleib in deiner Kraft. Oh Mann, die Don Corneos halt noch. Die Hälfte dieser Frau ist Sonnen. So wild wie der aufgewühlte Ozean. Die Leine. Da. Diese Flöte. Nimm das. Nein. Pass mal auf. Ich krieg die Krise. Was ist denn das? Das kann doch nicht so schwer sein. Das Problem ist, ich muss mal gucken, was meine magischen Fähigkeiten keine magischen Attacken bei sind. Abbrechen. Ich muss Magieattacken auf die. Ich muss Amplifikation und dann. Nein, Yuffie braucht was Besseres. Yuffie braucht nämlich Amplifikation. Ich brauche eine bessere Materia. Aber sie hat Glut und Frost. Darf sie das nicht einsetzen? Das ist ein magischer Angriff. Bin ja gespannt, ob du das irgendwann packst.
Wenn es nicht so scheiße wäre, die Zeit. Wie ist das? Ich präsentiere Yuki-Plikation. Es ist echt nicht... Macht keinen Spaß, das Ding hier. Auf dem Weg, ich sag nicht zweimal! Kleiner Griff in die Ninja-Trickkiste! Hab ich dich gehört? Hab dich gewarnt? Pass mal auf! Hab ich dich gehört? Hab dich gewarnt? Hab dich gewarnt? Pass mal auf! Wie ist das? Pass mal auf! Was hab ich dir? Nimm das! Hab ich dir! Du fiese Flöte! Was hab ich dir? Hab dich gewarnt! So geht's. Pass mal auf, jetzt mal was Schmutziges. Unterschätzt mich nicht. Jetzt mal was Schmutziges. Unterschätzt mich nicht! Hab ich dich! Großer Dachau, bleib in deinem Kreis! Wie ist das, du fiese Flöte? Hab ich dich! Hab dich gewarnt! Ene, Mene, 1, 2, 3, Yuppies, kommt herbei! Hab dich gewarnt! Hab ich dich! Pass mal auf! Nimm das! Nimm das! Jetzt ist Schluss! Großer Dachau, bleib in deinem Kopf! Unterschätzt mich nicht! Hab dich durchschaut! Nimm das! Jetzt mal was Schmutziges! Nimm mal auf! Hab dich gewarnt! Okay, komm wieder! Schau doch den Hund wie ein Schokobo! Jetzt mal was Schmutziges! Naja, immerhin die 2000 geknackt, alles andere habe ich keinen Bock. Die Platin können sie sich in Bobbe schmieren, ich glaube, das werde ich niemals schaffen. Jetzt bin ich baff! Das ist einfach nur anstrengend. Insgesamt sollten es doch 4 Teile sein. Völlig korrekt. Euch fehlt nur noch das Teil aus Reaktor Nummer 4.
Bin ja gespannt, ob ihr euch bei der letzten Prüfung endgültig als würdig erweisen könnt. Ich hab auf diesen Minispiel keinen Bock.